Na, dann erzähle ich euch mal was. Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Ich empfinde Schwarz auf jeden Fall als maximale Farbigkeit. Absorbiert doch alle Farben. Wahrscheinlich ist Schwarz tatsächlich die toleranteste Farbe, ja. Und lebensbejahend. Weiß war früher die Trauerfarbe, Schwarz. Das ist ja jetzt das neumodisch. Schöne Farben bringen es zusammen. Pissgelb und Bernsteinorange. Mit Grün. Die ist doch gar nicht so farblos, die Welt, in der ich sitze. Da sind doch alle Farben drin. Und hier, da siehst du, da ist ein gelbliches, gräuliches, da ist total viel hier. Mal gelb, orange, alles da. Rot. Was ist das wohl? Sienna mit Titanweiß. Unangenehm. Sieht aus wie Ravioli-Kotze. Also das heißt überhaupt nicht Künstler erstmal, weil ich überhaupt nicht weiß, ob ich Kunst mache. Ich mache Dinge. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Das ist aber eigentlich auch nicht wirklich etwas, was ich beantworten muss. Das ist nicht mein Beruf. Im besten Sinne sind meine Arbeiten durchaus Clownereien, und zwar im Sinne von, wie heißen die Leute, vom Hofner an. Auf jeden Fall hat der Künstler was mit dem Hofner an zu tun. Ich habe keine Ahnung, was Malerei für mich ist. Es ist etwas, was ich kann, scheinbar, oder vielleicht auch nicht. Darüber müssen andere urteilen. Aber ich glaube, ich kann das ziemlich gut, besser als viele andere. Es ist für mich eine Möglichkeit, mein Leben zu verbringen. Und die ist ganz nett. Gefällt mir. Malerei hat sehr viel mit Spielen zu tun. Das ist auch wirklich das innere Kind, das in einem dann aufblüht ein bisschen. Das ist ja wirklich dieses absichtslose Rumpanschen, sonst was alles, und dann passiert doch was. Das ist ja vordergründig absichtslos. Man weiß ja ganz genau, dass dabei etwas entstehen soll. Man bringt sich in so eine Situation. Das ist eigentlich ein ganz schöner Lug und Druck an sich selbst. Wenn jemand in dem einen Bild irgendwelches Gewusel sieht, dann ist das höchstwahrscheinlich seine eigene Antwort darauf. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Er hat das so gesehen. Jeder sieht ja nach seiner eigenen Bildung eine Bedeutung in dem Bild. Da kann ich nichts für. Wenn er beim Krickelkrackel seine Lebenslinien sieht oder die meine oder sonst was alles, dann ist das eben seine Bedeutung und hat mit meiner überhaupt nichts zu tun. Auf gewisse Weise ist das ein Rorschach-Test, ja. Ich lege etwas rein, natürlich. Es ist ein fauler Trick. Tut mir leid. Die Malerei ist nicht ein Prozess der Entleerung, sondern einer der Erfüllung sozusagen. Weil jedes Mal, wenn ich einen Pinsel in die Hand nehme, irgendwo oder einen Finger und auf die Leinwand losgehe, entstehen ein Haufen Probleme und ein Haufen Ideen. Insofern hat das überhaupt nichts mit Entleerung und sich ausdrücken zu tun. Ausdrücken tue ich mich morgens auf der Schüssel, aber beim Malen nicht wirklich. Ausdrücken tut sich der Betrachter, wenn er sich das anguckt, nicht ich. Meistens ist das ein sehr quälender Prozess. Also quälend ist jetzt auch übertrieben, mein Gott, es gibt Leute, die wirklich Qualen haben. Aber es ist ein Rumsitzen und sich wirklich damit auseinandersetzen, geht das jetzt nicht? Kann der gelbe Fleck dahin? Und dann die Frage, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du jetzt 3 Stunden da sitzt und dir überlegst, geht das Gelb daneben oder geht das nicht? Das ist das wirklich Nervige daran, die Bescheuertheit dieser ganzen Geschichte. Und dann genießt man es schon sehr, wenn man das dann später, irgendwie nach einer Weile, nachdem man das Ganze vergessen hat, die ganzen Bilder, also die Beschwerlichkeiten der Geburt, wenn die vergessen sind, wie bei einer Mutter, ganz genau so, dann macht das schon Spaß, die Bilder anzugucken. Eigentlich ist es auch wirklich so der Antrieb, dass, wenn die dann mal endlich fertig sind, dann macht es Laune, die zusammenzusetzen und zu gucken.
Das macht sehr viel aus, wenn die Bilder das Atelier verlassen, dann wirklich fangen sie an Eigenleben an. Das ist auch so, wo ich sie am liebsten sehe, außerhalb des Ateliers. Solange sie im Atelier stehen, sind sie noch mein Problem. Wenn sie raus sind, ist das jemand anderes Problem. Und es ist natürlich ja, also das ist ja wirklich ein Phänomen. Die Leute kommen ins Atelier rein und fragen jedes Mal bei allen Bildern, egal ob sie tot gemalt sind oder nicht, ist das jetzt fertig? Und das macht das Atelier mit mir auch. Ich sitze da auch die ganze Zeit und quäle mich damit rum, ist das Ding jetzt fertig? Sobald es mal raus ist, selbst wenn ich es nicht mal für fertig empfand, ist es das. Ein Glück habe ich die Fähigkeit, dass diese professionelle Betrachterrolle abzuschalten. Ich kann das auch wie ein Fan anschauen. Also ich bin ziemlicher Fan von Malerei. Das macht mir Spaß. Aber natürlich sehe ich schneller als die anderen. Kann ich die wirklichen Dummheiten entdecke ich wesentlich schneller als jemand anders. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich mich damit auch schon sehr, sehr lange beschäftige. Das ist, ich finde das aber sehr angenehm, weil es erspart mir einen Haufen Zeit in schlechten Ausstellungen. Der Maler ist durchaus ein Spezialist als Betrachter. Wenn ich das sehe, wie ich und meine Kollegen, wenn wir zusammen mal, wenn es dazu kommt, dass wir ins Museum gehen oder in eine Ausstellung oder sei es eine Messe, wenn wir ganz bescheuert waren, dass wir da hingehen, wie schnell wir da durchrennen und wie oft wir dann aber bei den exakt gleichen Bildern stehen bleiben, weil wir merken so, da musst du länger hinschauen. Das meiste andere. Aber erstaunlicherweise regen wir uns selber genau über das Problem auf, dass wenn jemand sagt, boah Mensch, ich habe da aber ein Jahr lang an dem Bild gearbeitet und du erlaubst dir ein Urteil innerhalb von 2 Sekunden darüber. Leider geht das. Also gute Malerei ist nicht elitär, das kann auch jemand, der zum allerersten Mal gute Malerei sieht, wird das auch so empfinden. Schlechte Malerei zu erkennen, das ist wirklich eine elitäre Geschichte. Aber gute Malerei wird jeder Laie sofort erkennen. Und danach, hier steht gerade so schön, Quality you can feel, finde ich gut. Gute Malerei erkennst du daran erstmal, dass du dich erstmal fragst. Entweder wie geht das, was ist das, was soll das? Das merkt man dann schon, das kann unterschiedlich sein. Sobald du irgendwo eine Antwort siehst, kannst du eigentlich weitergehen. Ob der Mensch einsam ist? Das ist ja Einsamkeit pur Kunst, das verbindet überhaupt nicht als Gesprächsstoff. Das ist ja jeder, ist ja in dem Augenblick, wenn du dir etwas anguckst, dann bist du ja allein damit. Und dann, du kannst mit anderen zwar quatschen, aber der hat ja schon wieder was ganz anderes im Kopf. Also eigentlich redet man über die Gegenteile voneinander. Vielleicht verbindet das. Häufig genug muss ich dann lügen, um einfach höflich zu sein, wenn mir Betrachter ihre Bedeutung erzählen. Ja. Deswegen mag ich meistens auch ein Bier zur Vernissage. Ja, das ist zwar für Handwerk, aber ich bin ja keiner. Sieht man ja an der lausigen Arbeit hier. Das ist alles Gips. Das ist schon wieder kaputt. Dieses starre Auge. Das ist das, was uns unangenehm macht. Ich glaube durchaus, dass das Glänzende und Stumpfe hier gegen die Bildschirme ankommt, weil das ist ja nicht wirklich real, das ist nicht greifbar, das ist nicht haptisch, das ist haptisch, das ist in unserer Welt. Das ist etwas, womit wir umgehen können. Die ganzen Bildschirmgeschichten, die können halt was anderes, aber nicht das. Wenn du so ein glänzendes Bild siehst vor dir, das fordert dich ja heraus, sich zu bewegen, einen Blickwinkel zu ändern. Das ist eben genau der große Unterschied zum Beispiel zum Bildschirm. Auf dem Bildschirm starrst du ja nur so drauf, das war's. Das ändert sich nicht, wenn du so drauf guckst.
Bei dem Bild durchaus. Das macht ja auch den Reiz aus. Das ist ja ein aktives Sehen und kein passives. Das macht den großen Unterschied zu den Medien aus, glaube ich. Also zu den neuen Medien. Ganz wichtig, keine leeren Flaschen auf dem Tisch, geht man pleite. Das ist wirklich so. Soweit ich weiß, kommt diese Regel aus dem Zweiten Weltkrieg, als die russischen Soldaten am Tisch saßen in den Bistros in Frankreich, die damals auch nicht Bistros hießen, sondern Bistros heißen wegen der russischen Soldaten, weil Bistro heißt schnell. Da wussten die französischen Kellner nicht mehr hinterherzukommen mit den Mengen, die die gesoffen haben. Also haben sie angefangen, einfach die Flaschen zu zählen, die leeren auf dem Tisch. Das haben die schnell kapiert und haben sie schnell runtergestellt. Genau, seitdem bringt das Pech. Oder man geht pleite, wenn leere Flaschen auf dem Tisch stehen. Das verfolge ich auch eisern. Da, wo leer ist, kann auch wieder voll werden. Da, wo voll ist, geht ja nichts mehr rein. Leerstellen sind wahnsinnig nützlich, weil das sind die Stellen, die gefüllt werden können. Mit Vorstellung, Geld, Bier, Autos, Handys. Nur die meisten Menschen lassen sich gar nicht mehr fühlen. Die sind voll mit irgendwas. Ich glaube, ich bin ziemlich leer. Deswegen funktioniert es auch. Prost. Auf jeden Fall ist das Haptische das Wichtige dabei, glaube ich, ja. Ich kann es auch nicht ganz genau erklären, dafür bin ich kein Wissenschaftler, das ist nicht meine Arbeit. Aber ja, das ist das, warum ich immer noch daran bin. Und vor allem, was mich daran interessiert, ist ja, dass das wirklich so ein begrenztes Feld ist. Da gibt ja nicht so viel, es gibt ja Matt, Glanz und so weiter. Und innerhalb dieses Feldes bewegst du dich. In diesen Computergeschichten, was ich neulich mit Virtual Reality bei Google ausprobiert habe, das sind ja viel zu viele Möglichkeiten. Einfach, du verlierst dich in so einer Bastelei. Und hier hast du einen ganz klaren, abgesteckten Raum, in dem du dich bewegst. Und da entfaltet man, glaube ich, die größte Freiheit. Siri, wann werden wir sterben? Tut mir leid, ich weiß die Antwort darauf leider nicht. Siri, wann werde ich sterben? Ich weiß nicht, wann. Wer weiß, wann ich sterben werde? Ich habe dazu leider nichts gefunden. Siri, du bist nutzlos. Ich strebe danach, dir so gut es geht zu helfen. Hier sind ein paar Beispiele für Dinge, bei denen ich dir helfen kann. Das hilft mir leider nicht weiter. Ist das genug? Haben Sie Fragen, werte Zuschauer? Na, dann gehe ich mir noch mal ein Bier holen. Ah, wie schön einsam das ist.